Also es ist schon ziemlich boring, oder? Es langweilt mich so heftig. Alter! Ich möchte jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil er halt echt... Ja, ich habe schon... Das gibt's ja gar nicht! Hallöchen, Popöchen, und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Ich war ja vor kurzem in Wien und habe Paula besucht und Caro. Und natürlich war ich da nicht einfach nur, um Videos zu drehen, sondern auch um Make-up zu shoppen. Denn in Österreich gibt es eine eigene Drogeriefiliale, die heißt Bipa. Und ich dachte, es wäre vielleicht mal interessant, die komplette Eigenmarke von Bipa zu analysieren und auszutesten. Und deswegen habe ich ein Full-Face-Make-up gekauft. Es gibt tatsächlich noch eine weitere Marke, die nicht die Eigenmarke von Bipa ist, die ich auch gekauft habe. Denn die heißt Gosh Beauty und die gibt es auch nicht in Deutschland. Deswegen dachte ich, wäre es auch viel so interessant, so verschiedene Marken auszutesten. Also nicht nur die Eigenmarke von Bipa, sondern auch Marken, die es dort gibt und nicht bei uns in Deutschland. Falls du, wenn du gerade hier zuschaust, falls du aus Österreich kommst, schreib mir mal gerne unten in die Kommentare, wo aus Österreich du herkommst. Ich war bis jetzt nur in Wien und ich muss sagen, Wien ist eine unfassbar schöne Stadt. Also ich habe mich richtig schockverliebt in Wien, weil es einfach so, so, so schön dort ist. Aber ich würde auch voll gerne mal so andere Orte in Österreich anschauen. Deswegen schreibt mir mal Orte in die Kommentare, die ihr absolut empfehlen könnt. Und vielleicht kann ich da ja mal bald hinreisen. Bevor ich mit dem ersten Produkt anfange, habe ich mir was Neues überlegt. Und zwar würde ich gerne in jedem YouTube-Video, und ich hoffe, ich werde das einhalten und nicht vergessen, würde ich gerne immer drei Personen grüßen. Deswegen habe ich bei meinem letzten YouTube-Video ein bisschen geschaut, wer so in den Kommentaren ist. Und ich möchte jetzt schon mal drei Leute grüßen. Uno momento. Ich blende die Kommentare und die Namen auch immer ein. Und die erste Person, die ich gerne grüßen würde, ist Finja-Feli. Sie hat einen richtig lieben Kommentar geschrieben. Viele Grüße an dich. Die zweite Person, die ich gerne grüßen würde, heißt Sarah Wiegand. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Wiegand. Sarah Wiegand. Also Sarah, wenn du das siehst, sei mir nicht böse, wenn ich deinen Nachnamen falsch ausgesprochen habe. Aber auch an dich viele liebe Grüße. Danke, dass du meine Videos kommentierst und so aktiv bist. Und die letzte Person, die ich gerne grüßen würde, heißt p.a.indie. Verrückter Name, aber auch sie oder er. Ich weiß leider nicht, was für eine Person oder welches Geschlecht diese Person hat, weil das ja kein richtiger Name ist. Auch an dich viele, viele, viele Grüße. Vielen Dank für deinen ganzen Support. Und falls du das nächste Mal in meinem YouTube-Video gegrüßt werden willst, vergiss nicht, meinen Kanal hier unten zu abonnieren, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben und einfach einen netten Kommentar zu schreiben und dann grüße ich vielleicht genau dich in meinem nächsten YouTube-Video und wir fangen jetzt an mit der Make-up-Produkte von Österreich. Wir fangen auf jeden Fall an mit dem Video jetzt. Das wollte ich sagen. Bis gleich. Und wir fangen natürlich an mit Primer. Wer mich verfolgt oder auf Make-up-TikTok ist, kennt diesen Schaumprimer. Das ist ein unfassbar witziges Produkt irgendwie. Das ist einfach ein Primer in Schaumform. Ich glaube, alle von euch kennen den. Der stinkt richtig krass, aber der ist irgendwie auch ganz gut, muss ich ehrlicherweise sagen. Der ist von der Eigenmarke Look by Bipa. Also das ist die Make-up-Marke von Bipa, von der Drogerie-Filiale. Allerdings möchte ich den heute nicht benutzen, denn den kennt ihr schon. Ich habe den mir schon super oft ins Gesicht geschmiert. Und ich habe auch einen neuen gefunden. Und zwar diesen hier. Und der sieht richtig interessant aus. Das ist einfach so pur Gold irgendwie. Das ist ein Ölprimer, der heißt Look by Bipa Illuminating Glow Primer Oil mit Mandelöl und Goldperlen. Das kommt mit so einer Pipette. Oha, es ist richtig flüssig. Ich möchte jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil er halt echt... Ja, ich habe schon... Das gibt's ja gar nicht. Habe ich nicht gerade gesagt, ich möchte vorsichtig sein. Und jetzt habe ich hier schon den ersten Fleck. Oh Mann, sieht man das? Ich ziehe es einfach so runter, dann seht ihr das nicht. Ich probiere ein bisschen vorsichtiger zu sein, weil es eben extrem flüssig ist. Das ist so krank flüssig. Ich hatte noch nie so einen flüssigen Primer. Ah, super, oder? Das verteile ich jetzt direkt mit meinen Händen und oh, what the fuck. Das glitzert irgendwie richtig. Und es ist extrem ölig. Also es ist ja auch ein Ölprimer, aber dass es so ölig ist, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Es riecht richtig gut. Es riecht irgendwie so richtig angenehm. Und es lässt sich auch gut verteilen, aber das Gefühl mag ich leider überhaupt nicht, weil irgendwie ist es so ein bisschen wie Schmiergelpapier. Also es ist schon weich auf der Haut, doch durch dieses Goldzeug da drin ist es so ein bisschen so rau irgendwie. Also es fühlt sich irgendwie an, als würde ich meine Haut gerade peelen. Also ich muss sagen, ist jetzt nicht so mein Favorit. Ich mag das Gefühl nicht. Es fühlt sich jetzt nicht so richtig gut auf der Haut an. Ich muss jetzt erstmal meine Hände waschen gehen. Und es ist irgendwie sehr, sehr speckig. Es zieht auch nicht so richtig ein. Also es liegt so auf der Haut obendrauf. Und das mag ich nicht so gerne. Ich gehe jetzt meine Hände waschen und dann machen wir weiter mit Foundation. So, da bin ich wieder. Ich habe gleichzeitig noch schnell meinen Sponge nass gemacht, den ich jetzt benutzen werde. Denn wir werden ja jetzt Foundation auftragen. Und hier...
Das hole ich später. Hier habe ich diese Foundation. Das ist die Look by Bipa. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht immer dazu sagen. Mattifying Sensitive Foundation mit SPF 30. Also das hat Sonnenschutz drin, was ich immer richtig cool finde. Ich mag das extrem gerne, wenn Produkte immer Sonnenschutz mit drin haben. Und zudem ist hier nicht nur Sonnenschutz drin, sondern auch Hanfextrakt. Was hat sich das mit diesem Hanf auf sich? Ich verstehe das nicht. Überall in so vielen Produkten ist mittlerweile Hanf drin. Warum? Ich meine, das hat ja gar keinen Mehrwert, oder? Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall, diese Foundation sieht so aus, kommt mit einer Glasflasche, was ich richtig gut finde. Ich glaube, die war auch nicht so teuer. Und mit so einem rosanen Deckel, was ich sehr süß finde. Und eben einem Pumpkopf. Das heißt, ich pumpe mir jetzt ein bisschen Foundation hier auf den Handrücken. Die Foundation hat eine mittlere bis hohe Deckkraft. Also anscheinend kann man die aufbauen. Deswegen gebe ich mir jetzt einfach mal so mittel viel hin. Das ist nicht richtig viel, aber jetzt auch nicht wenig. Und verteile die jetzt erstmal so punktartig auf meinem Gesicht. Übrigens habe ich die hellste Farbe genommen. Ich hoffe, die Farbe wird auch passen. Von der Textur ist die Foundation sehr cremig, also eher so fester. Und ich denke, das reicht, oder? Und mit meinem Sponge blende ich das jetzt ein. Die Foundation hat auf den ersten Eindruck auf jeden Fall eher so eine höhere Deckkraft. Also ich denke, man muss echt wenig benutzen, um da irgendwie eine leichte oder natürliche Art zu bekommen, Ergebnis zu bekommen. Und der Glow ist richtig heftig. Es ist ja eine Foundation, die mattieren soll, also matt sein soll. Aber durch diesen krassen, ölhaltigen Primer verschwindet dieses Matte natürlich komplett. Also man hat wirklich so richtig viel Bewegung auf dem Gesicht. Was ich zu 100% euch schon mal sagen kann, falls ihr eine ölige Haut habt, dann ist dieser Primer gar nichts für euch. Das ist Katastrophe, wenn ihr den benutzt und dann noch ölige Haut habt. Dann seht ihr auch aus wie so eine Speckschwarte. Was mir richtig positiv auffällt, die Foundation lässt sich extrem leicht verblenden und auch richtig gleichmäßig. Also es sieht wirklich gut aus. Und mit der Farbe bin ich auch zufrieden. Wenn der Concealer jetzt noch ein bisschen heller ist, damit ich so ein bisschen highlighten kann, wäre das perfekt. Aber das ging jetzt recht schnell, oder? Also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Foundation. Ich bin gespannt, wie die sein wird, wenn ich einen anderen Primer drunter habe. Ich werde die auf jeden Fall noch weiter austesten und probieren. Aber auf den ersten Eindruck finde ich die richtig cool. Ich liebe es, wenn Make-up-Produkte zusammenpassen und es immer von einer Reihe mehrere Produkte gibt. Und hier habe ich einfach den passenden Concealer zur Foundation und das ist der Caring Sensitive Concealer, wieder mit SPF 30 und Hanföl. Das Packaging ist hier ein bisschen billiger produziert, also das ist Plastik, aber kommt wieder mit so einem rosanen Deckel. Ich habe hier übrigens die Farbe 010 Light, also wieder die hellste genommen. Okay, das ist nicht richtig light, oder? Es hat schon so eine ähnliche Farbe wie die Foundation unten drunter. Ja, vielleicht ist es ein bisschen heller. Aber so richtig zum Highlighten geht sich das nicht auf, die Farbe. Reicht das? Ich denke schon. Ich verblende das natürlich wieder mit meinem Sponge. Übrigens finde ich an sich den Bipa richtig cool. Es erinnert mich so ein bisschen an Butni. Also falls ihr auch einen Butni habt, wir haben hier in der Nähe einen Butni. Und der sieht sehr, sehr ähnlich zum Bipa aus. Den Concealer habe ich jetzt komplett ausgeblendet und ich muss sagen, der gefällt mir auch richtig gut. Leider sieht meine Haut halt immer noch so speckig aus. Das kommt aber eben einfach von dem Primer. Der Concealer gefällt mir richtig gut. Ich würde sagen, der hat so eine mittlere Deckkraft und der hält trotzdem richtig schön auf. Also meine Haut sieht richtig gesund und frisch aus. Man sieht, dass ich auf jeden Fall Make-up trage. Also man sieht so dieses Make-up-Gesicht, sage ich jetzt mal. Aber das finde ich gar nicht so schlimm. Obwohl, mittlerweile mag ich es ja ein bisschen natürlicher. Aber trotzdem muss ich sagen, der Concealer ist auf jeden Fall richtig gut und würde ich auch weiter so benutzen und sogar mir auch nachkaufen, weil ich glaube, der ist auch nicht so teuer. Ihr habt ja den Preis eingeblendet gesehen und ich bin gespannt jetzt, wie die nächsten Produkte sein werden, weil jetzt machen wir weiter mit Bronzer. Den Bronzer, den ich mitgenommen habe, ist ein Cream Bronzer und der geht momentan jetzt gerade richtig auf TikTok viral, denn das soll ein Dupe sein zu dem Charlotte Tilbury Bronzer. Ihr kennt ja diese Tube, die extrem viral gegangen ist von Charlotte Tilbury und immer ausverkauft ist. Und ich muss sagen, ich mag die auch richtig, richtig gerne, diesen Bronzer von Charlotte Tilbury. Und jetzt machen das ja super viele Firmen nach, schon seit einer ganzen Weile. Und dieser Bronzer hier soll eben ein Dupe sein zu dem von Charlotte Tilbury. Der ist von der Marke Gosh Beauty. Das ist eine Make-up-Marke, die wird bei Bipa verkauft. Ich glaube auch nur bei Bipa. Die gibt es nämlich bei uns nicht. Und es kommt auch so mit so einem Schwämmchen, genauso wie der von Charlotte Tilbury. Wundert euch nicht, ich habe schon die Farbe geswatcht, weil es gab mehrere Farben. Und ich habe mich hier für die 02 entschieden. Shape Up. Und die sieht eigentlich ganz gut aus. Ich trage das jetzt mal direkt auf mein Gesicht drauf. Also ich fange hier an. Einfach mit so Punkten. So mache ich das normalerweise bei dem Original auch immer. So und so ein bisschen an der Nase. Jetzt nehme ich mir so einen Pinsel zur Hand und blende das aus. Ich bin echt richtig gespannt, weil auf dem Gesicht selber habe ich das noch nicht ausprobiert. Was mir auffällt, es lässt sich so leicht verblenden. Und die Farbe ist richtig schön. Das ging jetzt richtig schnell. Ich gehe gleich nochmal mit dem Sponge drüber, um das Ganze so ein bisschen noch softer wirken zu lassen. Aber für den Anfang mag ich das am liebsten so mit dem Pinsel zu machen, weil dann hat man so ein bisschen mehr Kontrolle und auch man kann
selber entscheiden, wo man das Produkt gerne haben wollen würde. Und mir ist aufgefallen, ich mache immer noch einen Fehler bei Bronzer und so. Ich trage das immer ein bisschen zu weit nach oben auf. Also das nächste Mal muss ich auf jeden Fall tiefer ansetzen, weil es ist jetzt schon recht weit oben. Also ihr hört, ich bin nicht perfekt und ich kann auf jeden Fall noch einiges in dem Make-up-Bereich lernen. An der Nase bin ich so ein bisschen gröber, sage ich jetzt mal, weil ich da später noch Puder auftragen werde. Deswegen werde ich so recht unsauber da arbeiten. Aber es sieht echt gut aus, oder? Also die Farbe gefällt mir richtig gut. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass sie ein bisschen zu dunkel sein wird, weil es gab auch noch eine Farbe heller. Aber ich habe ja dann doch die dunklere Farbe genutzt. Gekauft meine ich natürlich. Und die sieht ganz gut aus. Und es sieht wirklich sehr, sehr natürlich aus. Also ich muss sagen, ist es ein Dupe? Ich würde sagen, es ist schon ein Dupe. Die Farbe von Charlotte Tilbury gefällt mir allerdings noch ein bisschen besser. Und wenn ihr mehr Deckkraft haben wollt, würde ich auch eher den von Charlotte Tilbury empfehlen. Aber ich finde ihn trotzdem gut. Das heißt, wenn ihr so wirklich den natürlichen Look haben wollt, dann ist es wirklich ein tolles Produkt. Wir pudern noch nicht ab, denn ich habe hier noch einen Blushstick, der sehr interessant aussieht. Der ist diesmal wieder von der Eigenmarke Look by Bipa. Und zwar ist es der Pure Illuminating Lips and Cheek Stick mit Vitamin E, mineralölfrei, vegan, silikonfrei. Was möchte man mehr? Also es ist quasi so ein 2-in-1 Produkt. Man kann es für die Lippen benutzen, aber auch eben für Blush, also als Creme Blush. Und das möchte ich auch so benutzen. Das kommt in so einer Stickform. Von der Farbe her sieht es recht dunkel aus, aber das war so das Einzige, was sie da hatten. Zumindest, was ich entdecken konnte. Und es sieht aus, als würde es glitzern. Ich schmiere mir das jetzt einfach mal risikobehaftend in mein Gesicht. Seid ihr bereit? Ich habe ein bisschen Schiss, dass es richtig krass pigmentiert ist. Okay, es ist deutlich leichter pigmentiert, als ich dachte. Und es ist wirklich so richtig stickartig, also auch so, wie man sich das denkt. Es ist so ein bisschen wachsig. Ich verblende es mit dem Sponge und übrig bleibt nichts. Da ist ja gar keine Farbe. Hallo, komm schon. Okay, jetzt ist, ihr seht die Farbe, gell? Und jetzt, wenn ich verblende, dann bleibt da fast gar nichts mehr übrig. Man muss den Blush wirklich aufbauen, wenn man Farbe sehen möchte, weil da kommt nicht so viel Farbe runter. Und man sieht so ein bisschen von diesen Schimmerpartikeln, aber das sieht nicht schön aus irgendwie. Gibt es jetzt noch auf die andere Seite? Also ich habe es mir irgendwie besser vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber ich muss sagen, es sieht jetzt auch nicht extrem vielversprechend aus. Ihr wisst ja, wie ich normalerweise Blush trage und ich bin wirklich jemand, ich übertreibe mit Blush. Ich trage so viel Blush auf, dass die Leute denken, ich bin in einen Farbkasten gefallen, weil ich diesen Look einfach so sehr liebe. Und das ist mir leider zu wenig. Vielleicht sieht es besser aus, wenn man ein bisschen dunkler ist als ich oder nee, warte mal, andersrum, ist ein bisschen heller, was ja fast kaum möglich ist, weil ich schon von einem Hauttyp sehr hell bin, aber vielleicht sieht es dann trotzdem besser aus bei jemand sehr, sehr, sehr hellem, weil bei mir ist es so, es reicht nicht irgendwie. Nach einigen Schichten sieht man schon ein Ergebnis, das ist auf jeden Fall so, aber die Formulierung gefällt mir nicht, die Farbe gefällt mir nicht und irgendwie, dass es halt so schwach pigmentiert ist, finde ich jetzt auch nicht so cool, aber ich denke für Leute, die so richtig natürlich sind und so ganz, ganz wenig Blush haben wollen, ist es ganz in Ordnung. Es ist jetzt kein schlechtes Produkt, aber ich würde es jetzt so für meinen Alltag auf keinen Fall benutzen. Aktuell muss ich sagen, fühlt sich mein Gesicht überhaupt nicht gut an. Aber wir kommen jetzt natürlich zu Puder und ich hoffe so sehr, dass Puder das alles besser machen wird. Und als Puder habe ich dieses hier. Das ist das Look by Bipa Mattifying Compact Powder. Ich bin sehr gespannt. Ich habe die Farbe 010 Beige. Es kommt hier in so einer sehr billigen Verpackung. Also das ist auf keinen Fall hochwertig, würde ich sagen. Es ist so ein ganz bisschen wie ein Euro-Make-up. Und das meine ich überhaupt nicht böse. Es gibt wirklich auch immer einen Euro-Shop. Richtig gute Make-up-Produkte. Es fühlt sich halt so ein bisschen billig an. Es ist auch extrem zerkratzt und so die Verpackung. Und das Puder an sich schaut so aus. Was ich gut finde, da kommt auf jeden Fall ein Spiegel mit, was ich richtig cool finde. Also das mag ich voll gerne, wenn man so einen Spiegel hat, wo man dann so kurz abpudern kann. Und es kommt hier so ein ganz, ganz dünnes Schwämmchen mit. Ich werde es jetzt einfach auch benutzen und direkt so in das Puder reingehen. Oh, das sieht schon doll aus, oder? Es kann sein, dass es mein Make-up jetzt komplett einfärben wird. Nee, das geht nicht. Ich nehme doch einen Pinsel. Sorry, Leute. Ich nehme mir dafür jetzt so einen riesen Pinsel und gehe so rein, denn sonst wird es wirklich Katastrophe aussehen. Krass, oder? Habt ihr gesehen, wie schnell das abmattiert hat? Jetzt sieht man gar keine Bewegung mehr. Okay, ich muss sagen, finde ich nicht schlecht, wenn jemand ölige Haut hat und dieses Puder benutzt, dann ist die Haut definitiv nicht mehr ölig. Also ich muss sagen, finde ich schon gut. Die was habe ich denn da an meinen Lippen? Das sieht ja voll ekelhaft aus. Ich habe meine Lippe jetzt kurz entfoundation. Ihr wisst, ich habe die besten Wörter parat und ich erfinde gerne Wörter. Aber was ich sagen wollte, ich finde das Puder echt richtig gut. Auch die Farbe gefällt mir. Und dass es so heftig runtermattiert, mag ich auch gerne. Also es macht wirklich seinen Job. Und hier steht ja auch Mattifying drauf. Also dass es ein mattierendes Puder ist. Und das
hält auf jeden Fall sein Versprechen. Also sieht echt richtig gut aus. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr so speckig aussehe. Mein Gesicht fühlt sich trotzdem nicht besser an, muss ich ehrlicherweise sagen, nur weil es Puder drauf ist. Es fühlt sich eher noch voller an, aber wenigstens sieht es jetzt nicht mehr so speckig aus. Also hier auf jeden Fall kann man an der Verpackung arbeiten. Das will ich so ein ganz kleines bisschen hochwertiger gestalten. Aber es erinnert mich auch ganz bisschen an Catrice, wenn ich das jetzt so sehe. Also sieht schon ein bisschen auch Catrice ähnlich, aber da ist die Qualität ein bisschen besser. Aber sonst kann ich da überhaupt nicht meckern. Und wenn jemand eh nicht so viel Wert liegt auf so hohe Verpackungen oder so, finde ich das schon cool und würde es auch empfehlen. Daumen hoch. Ich hatte gerade eben ja schon Bronzer aufgetragen, habe aber bei Bipa noch diesen Puderbronzer gefunden, den ich mitgenommen habe. Und das ist der Delicate Compact Bronzer Powder in der Farbe 040 Back from the K. Und hier muss ich sagen, 040 ist eigentlich viel zu dunkel für mich. Aber das war die einzige Farbe, den sie noch da hatten. Das Packaging ist hier wieder eigentlich das gleiche wie beim Puder. Also jetzt nicht das qualitativste, aber jetzt auch nicht das endschlimmste. Ich gehe jetzt hier mit einem relativ großen Pinsel rein. Was ich aber gut finde, die Farbe sieht sehr aschig aus. Also sieht gar nicht so bad aus. Seid ihr bereit? Ich trage den jetzt so als Topper quasi auf. Ach du heilige Katastrophe. Der ist ja so pigmentiert. Ich trage den wirklich nur ganz vorsichtig auf mit einer ganz leichten Hand, damit ich da nicht zu viel Katastrophe verursache. Aber auf jeden Fall sieht die Farbe ganz gut aus. Also ich hätte wirklich gedacht, dass für den Preis, dass es ein bisschen schlechter ist. Da hatte ich wohl ein Vorurteil zu viel. Ich gehe mit dem Sponge nochmal drüber, um das ein bisschen abzuschwächen. Das sieht gut aus, gell? Da kann ich wirklich überhaupt nicht meckern. Also für den Preis ist es wirklich ein schöner Bronzer. Vor allem die Farbe gefällt mir richtig gut. Man muss nur aufpassen, weil ihr habt gesehen, der ist extrem pigmentiert, obwohl ich schon voll oft abgeklopft hatte. Also lieber hier wenig auf den Pinsel auftragen und immer wieder quasi aufbauen, anstatt einmal viel reinzugehen und dann direkt ins Gesicht. Das kann echt dann kacke aussehen am Ende. Aber muss sagen, mir gefällt es bis jetzt richtig, richtig gut. Und ich würde jetzt, glaube ich, direkt weitermachen mit Highlight. Oder sollen wir zuerst Augen machen? Lass mich kurz nachdenken. Wir machen weiter mit den Augen. Highlighter mache ich zum Schluss. Bei Lidschatten gab es ehrlicherweise jetzt nicht so die spannendsten Farben. Es gab so ein paar kleine Paletten. Bei Lidschatten ist Bipa wirklich eine Drogeriefiliale, die die allerwenigste Auswahl hat, wenn es nach meiner Meinung geht. Also ich fand alles extrem langweilig. Da war keine einzige bunte Palette, wo man irgendwie hätte so ein bisschen spielen mit können. Das Einzige, was ich gefunden habe, was so ganz bisschen bunt war, war diese hier. Das ist so eine kleine 3, 6, 9, 9er Palette. Und zwar ist es die Bro Sensational Ultimate Pigmentation Eyeshadow Palette mit Hyaluronsäure. Und das ist wieder so eine Sache in einer Make-up-Branche, die verstehe ich nicht. Wieso ist in Lidschatten Hyaluronsäure drin? Kann mir das jemand von euch erklären? Ist jemand von euch Chemiker oder Make-up-Maker und kann mir sagen, warum man in Lidschatten Hyaluronsäure reinmacht? Macht es das Auge dann so dicker? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist hier eben dieses Farbzusammenspiel die interessanteste gewesen. Wir haben hier so ein bisschen Grün, wir haben so Senffarben und ein bisschen Schimmer. Es ist aber ehrlich gesagt auch keine Palette, die ich mir privat gekauft hätte, weil ich sie halt extrem langweilig finde. Aber ich denke, vielleicht kann man doch einen schönen Alltagslook damit schminken. So schaut die aus. Also es ist schon ziemlich boring, oder? Es langweilt mich so heftig. Ich trage jetzt noch so ein bisschen Concealer auf mein Augenlid auf, damit das alles so eine einheitliche Farbe hat. Und Concealer ist halt auch immer gut auf den Augen, weil es die Farben dann immer so ein bisschen besser rauskommen lässt. Die Frage ist halt hier jetzt, was machen wir? Also die Palette an sich ist wirklich sehr uninspirierend, wie ich finde. Ich fange jetzt mal an mit diesem Dunkelgrün hier. Und Dunkelgrün ist eine Farbe, die ist so schwer zu verblenden normalerweise. Oder allgemein, die gut hinzukriegen, ist ein Act für sich selber irgendwie. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt nicht zu gewagt ist. Ich habe jetzt hier Besuch bekommen. Zeig dich mal. Mein kleiner süßi Spatzi. Hoppi. Der möchte nicht alleine draußen sein. Deswegen bleibt er jetzt einfach hier bei uns. Und ich hoffe, dass er ein bisschen leise sein wird. Ich habe hier auf jeden Fall jetzt die Farbe auf dem Pinsel. Ich habe gesagt, du sollst nicht stören. Okay, ich trage es jetzt einfach auf. Ich habe mir gedacht, ich mache so ein Halo-Eye. Also ich trage innen dunkel auf und außen dunkel und mache quasi so in der Mitte so ein Highlight rein. Du störst ein bisschen. Probiere hier zu arbeiten. Ich trage die Farbe jetzt auf. Also Pigment ist auf jeden Fall da. Voll das schöne Grün, gell? Ja, finde ich auch. Vielleicht hätte ich mein Augen-Make-up am Anfang machen sollen, weil es bröselt jetzt schon richtig runter. Also man hat auf jeden Fall Fallout. Die Farbe gefällt mir extrem gut. Es ist ein richtig, richtig schönes Grün. So, ich verblende das jetzt. Man kann die Farbe auch richtig schön aufbauen. Also es wird gar nicht so fleckig. Also so ein bisschen fleckig ist es schon. Aber für ein Grün ist es auf jeden Fall in Ordnung. Schatz, ich habe dir gesagt, du musst leise sein. Ich kann dich nicht immer raus und reinlassen.
Beim Ausblenden fällt mir auf, dass die Farbe auf jeden Fall so an Intensität verliert und dass es beim Ausblenden schon ein bisschen fleckiger wird. Aber ich finde es trotzdem in Ordnung, weil die Palette jetzt auch nicht so viel gekostet hat. Ich mache jetzt mal weiter mit der nächsten Farbe und zwar mit Senfgelb hier. Und die Farbe benutze ich, um das Grün so ein bisschen auszublenden. Ja, also es wird schon fleckig, so, okay. Wenn ich über das Grün überblende, passiert es, dass solche Löcher entstehen. In der Mitte ist es jetzt nicht so schlimm, weil da ja gleich eh Concealer hinkommt. Aber man muss schon wirklich vorsichtig sein. Es sind halt jetzt auch nicht die einfachsten Farben. Das Gelb hat sich recht schön verblenden lassen. Und dafür, dass es ein Gelb ist, hat es echt auch eine schöne Pigmentierung. Ich ziehe mir jetzt mal schnell eine Cut Crease, also so ein Halo Eye, und mache das andere Auge fertig. Und dann sehen wir uns wieder zu den Schimmertönen. Mein Augen-Make-up sieht jetzt so aus. Ihr seht, ich habe eine Cut-Crease in der Mitte gezogen. Ich habe unten meinen Wimpernkranz noch geschminkt in den gleichen Farben, wie ich auch oben benutzt habe. Und jetzt kommen wir zu den Schimmertönen hier. Und ich hoffe jetzt so sehr, dass sie genauso schön sind wie die anderen Farben. Ich muss sagen, auch bei dem Auge hatte ich so kleine Schwierigkeiten, das schön zu verblenden. Aber ich finde, das Ergebnis ist eigentlich ganz in Ordnung. Man darf halt nicht vergessen, das ist eine Drogerie-Eigenmarke. Und die Palette war jetzt auch nicht besonders teuer. Dafür finde ich es auf jeden Fall in Ordnung bis gut. Mal schauen, wie jetzt die Schimmertöne werden. Ich benutze, denke ich mal, hier dieses krasse Gelb, weil das sieht schon richtig schön aus und trage das in die Mitte hier auf als Highlight. Okay, die Pigmentierung ist jetzt nicht so das Heftigste. Ich benutze jetzt mal einen Pinsel und nicht meine Finger. Hier habe ich so einen ganz flachen Pinsel und da gehe ich dann nochmal in die Farbe hier rein. Ich mische jetzt auch mal so ein bisschen mit der oberen Farbe, um einfach das beste Ergebnis rauszubekommen. Und die Farbe stempel ich so richtig in den Concealer rein, damit es wirklich so die beste Pigmentierung hat, die es haben kann. Und das funktioniert auf jeden Fall schon mal besser. Ist es nicht das krassende Glitzer und Schimmer, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, aber ganz in Ordnung. Vor allem für den Alltag finde ich das ganz nice. Das gleiche mache ich natürlich noch beim anderen Auge. Und ich habe ja noch einen Highlighter. Das heißt, wenn ich gleich den Highlighter benutzen werde, werde ich den Highlighter noch so ein bisschen in die Mitte aufgeben von meinem Augen-Make-up und dann wird das Ganze noch so ein bisschen mehr schimmernd sein. Mit dem gleichen Pinsel gehe ich jetzt hier nochmal in das Grün von eben und verblende das ein bisschen mit der Schimmerfarbe, damit es einfach so einen softeren Abschluss bekommt. Als letzte Farbe gehe ich hier nochmal in dieses Weiß hier rein. Das ist auch so ein Schimmerton und den gebe ich hier in den Innenwinkel. Okay, wow. Den kann ich auch in die Mitte hier aufgeben gleich. Okay, der knallt richtig. Wisst ihr was, ich gehe jetzt nochmal wirklich in das Weiß rein und tupfe mir das hier in die Mitte auf, weil es schaut echt gut aus. Okay, auf dem Auge sieht man das jetzt nicht direkt, im Innencorner war das ein bisschen besser. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser als davor. Mein Lidschatten ist nicht perfekt geworden, aber ich denke, es ist in Ordnung dafür, dass die Palette halt wirklich eher im günstigen Bereich ist. Ich habe jetzt hier noch einen Eyeliner und zwar ist es der Look by Bipa Mega Stay Liquid Eyeliner Pen und hier steht sogar Glossy Finish. Also ich bin immer sehr gespannt. Das kommt in der sehr, sehr dünne Spitze. Und ich möchte mir heute tatsächlich keinen extremen Eyeliner ziehen, sogar nur so ein ganz bisschen am Wimpernkranz. Und hier hinten einen kleinen Wing. Okay, der ist super fein und der ist richtig schwarz. Also er gefällt mir richtig gut. Okay, der Eyeliner ist richtig top. Der gefällt mir wirklich gut. Ich mache jetzt noch die andere Seite. Der ist tatsächlich auch richtig deckend. Also man braucht nicht viel Schichten. Man kann einfach einen Eyeliner ziehen, ohne dass man extrem oft darüber gehen muss. Eyeliner ist gezogen. Ich kann hier überhaupt nichts Schlechtes sagen. Ich finde ihn richtig gut. Vor allem für den Preis ist er top. Ich habe jetzt noch eine Mascara. Ich denke, die wird man auf meinen Augen jetzt nicht sehen, auf meinen Wimpern. Denn ich trage ja schon ein sehr auffälliges Make-up. Aber ich wollte sie euch trotzdem mal zeigen. Und zwar ist es diese hier. Das kommt so im richtig krassen Neon-Pink, was ich ultra cool irgendwie finde. Voll oft sehen Mascara-Verpackungen gleich aus, aber die sticht richtig hervor. Das ist die Lash Unlimited Mascara. Kommt hier in der Farbe 010 Black. Ich habe die tatsächlich selber noch nicht gesehen, das Bürstchen. Ja, es ist ein ganz normales Standardbürstchen, jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich bin gespannt, was die jetzt mit meinen Wimpern machen wird. Ich glaube, wie gesagt, man wird wahrscheinlich nichts sehen. Deswegen müsst ihr einfach auf meine Wörter vertrauen. Okay. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Die macht voll die langen Wimpern. Also ganz ehrlich, die muss ich unbedingt mal ausprobieren, wenn ich keinen Lidschatten trage, damit man das richtig sieht. Wow. Sieht man das? Die macht so lange Wimpern. Alter. Die war richtig günstig, diese Mascara. Also ich möchte jetzt nur nicht zu viel sagen, aber im ersten Eindruck ist es die beste Mascara, die ich in meinem ganzen Leben jemals aufgetragen habe. Ich habe keine Wimpernzange benutzt. Keine. Meine Wimpern
stehen wie eine Eins nach oben. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Bitte hier, dann muss ich nach da gucken. Vielleicht könnt ihr es so sehen. Meine Wimpern sind richtig lang. Und ich sage in jedem Video, meine Wimpern sind normalerweise mini klein. Das sind wie kleine Stumpel irgendwie. Aber die Mascara ist richtig genial. Das ist bis jetzt mein Lieblingsprodukt von Bieber. Ich mache jetzt noch schnell die andere Seite. Hier sieht man es. Seht ihr, wie lang das meine Wimpern macht? Okay, ich gucke nochmal zur Seite. Schaut mal meine Wimpern an. Das ist so eine krasse Mascara. Ich habe hier Mascaras zu Hause oder Mascaren. Ich weiß nicht, was die Mehrzahl ist. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Die kosten 30, 40 Euro. Die kostet unter 5 Euro und hat die krassesten Wimpern ever gemacht. Wenn ich das nächste Mal in Österreich bin, werde ich mir von der ein Vorrat kaufen. Im Leben hätte ich nicht damit gerechnet. Richtig, richtig geil. Ich habe bei Bieber leider keine Lashes gekauft, deswegen werde ich mein Augen-Make-up jetzt so lassen. Eigentlich würde ich jetzt noch so ein paar dramatische Lashes auftragen, damit der Look noch besser zur Geltung kommt. Aber wie gesagt, ich lasse es jetzt einfach mal. Wir haben noch Highlighter und das finde ich richtig cool, denn ich habe eine Marke entdeckt, die ich schon länger kenne. Ich denke schon seit 3-4 Jahren ungefähr. Aber ich halt kein einziges Produkt, glaube ich, von denen zu Hause habe. Also keins, was ich benutze. Und ich auch nicht wusste, dass die überhaupt in einer Drogeriefiliale verkauft wird. Und zwar rede ich hier von Wet n Wild. Das ist eine richtig, richtig coole Marke. Und dieser Highlighter wurde eine Zeit lang mal extrem gehypt. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich ihn jetzt austesten kann. Zuerst öffnen aber. Okay, offen. So schaut er aus. Er hat so eine richtig schöne Eingravierung. Das ist, glaube ich, so ein Blatt. Und das ist der Mega Low Highlighter Powder Illuminating. Keine Ahnung. Also hier steht so Mega Glow. Den trage ich jetzt mit einem Highlighter-Pinsel auf. Und ich glaube, der wird jetzt richtig krass sein. Okay, seid ihr bereit? Halleluja, Halleluja, Halleluja. Okay, das ist echt ein richtig schöner Highlighter. Der ist tatsächlich gar nicht extrem krass, aber genau das finde ich richtig schön, weil der hat wirklich so einen Wet-Look. Also als wäre mein Gesicht so an dieser Stelle nass und als würde gerade die Sonne drauf scheinen und mir so das richtig gesunde, geile Glow-Feeling geben. Okay, ich trage ihn noch hier so ein bisschen auf und der macht echt ein richtig schönes Ergebnis. Der war auch nicht so günstig. Also alle Produkte, die ich gekauft habe, waren wirklich nicht teurer als 5 Euro pro Produkt, glaube ich. Vielleicht die Foundation war vielleicht ein bisschen teurer, aber insgesamt ist es alles recht windig, also recht günstig. Ich gebe den Highlighter jetzt noch so auf meine Nase, auf meinen Nasenrücken, auf mein Lippenherz. Und der gefällt mir extrem gut. Also hier werde ich auf jeden Fall öfters benutzen. Das Finish gefällt mir wirklich, wirklich gut. I like it. Top Produkt. Und jetzt machen wir weiter mit meinen Lippen. Denn Applaus! Ich habe kein Herpes mehr. Bei Lippen habe ich zwei Produkte. Einmal ein Lipgloss und einmal so ein Soft Tint Lip Balm. Das kommt wieder in der gleichen Verpackung wie auch der Bronzer und ist auch wieder von Gosh Beauty. Ich weiß nicht, ob die Farbe jetzt so krass gut aussehen wird zu meinem Augen-Make-up, denn das ist so ein Bärenton. Aber testen wir doch erstmal aus. Die Farbe ist übrigens auch 006 Berry. Ich dachte, das kommt wieder mit so einem Schwämmchen, aber es kommt hier mit so einem kleinen Füßchen, mit so einem kleinen Applikator, sag ich mal. Drück jetzt hier das Produkt raus. Das ist sehr cool. Seht ihr das? Das macht so kleine Punkte. Okay, ich bin sehr gespannt. Oh, wow. Das Gefühl ist so schön. Richtig samtig, richtig weich. Und irgendwie fühlt sich der auch so krass feuchtigkeitsspendend an. Das Füßchen finde ich auch übrigens richtig cool, weil wenn man zum Beispiel den einer Freundin ausleihen muss oder so und wenn man keinen Herpes hat, so wie ich immer, dann kann man das Füßchen gerade so ein bisschen abwaschen und es ist wieder clean. Das finde ich richtig cool. Die Farbe ist ein sehr, sehr softer Bärenton. Also es ist nicht so stark pigmentiert, aber es ist ja auch so ein Lipbalm-artig. Deswegen finde ich das richtig schön und die Farbe an sich finde ich auch schön. Weil ich glaube, das ist so ein richtig geiles Produkt, wenn man das so in die Handtasche schmeißt und dann kann man einfach so ein bisschen auftragen, weil das sieht ja auch verblendet, also das muss man ja nicht arg verblenden oder so. Das verblendet sich ja quasi von selber und da kann man nichts falsch machen, auch wenn man keinen Spiegel hat. Und ich finde die Farbe richtig toll. Das ist tatsächlich jetzt auch schon so ein bisschen glossy, deswegen bin ich jetzt gespannt, wie der richtige Gloss darüber aussehen wird. Das ist der Lip Treatment Gloss. Der sieht übrigens ein bisschen nasty aus. Und es sieht irgendwie aus, als wäre der so, als hätte er so ganz, ganz leichte Schimmerpartikel drin. Bin ich mal gespannt. Den trage ich jetzt einfach oben drüber auf. Oh, da ist Menthol drin. Das kribbelt ein bisschen auf meinen Lippen. Der Gloss an sich ist aber auch richtig schön. Auch das Gefühl auf den Lippen, das ist irgendwie so ein bisschen pflegend. Also hier hat Bieber richtig tolle Lippenprodukte. Also ich habe hier gar nichts Negatives zu sagen. Das Packaging finde ich eigentlich auch ganz cool. Also das ist ja, die Kappe ist hier so beige und dann dieses Durchsichtige, das finde ich irgendwie voll ästhetisch. Also sieht auch, obwohl es Plastik ist, recht hochwertig aus. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Lippen mir so gut gefallen. Also hier Daumen nach oben. Doppeldaumen. Der doppelte Daumen.
Das letzte Produkt, was ich habe, ist dieses Setting Spray. Und wegen diesem Setting Spray habe ich richtige Probleme am Flughafen bekommen. Die haben mich aus dieser Flugzeugkontrolle rausgezogen, haben mich durchsucht, weil die das in meiner Tasche gefunden haben. Und normalerweise darf man ja schon Flüssigkeit mitnehmen und so. Und auch Deo-Sprays, wenn es halt die richtige Größe hat, soweit ich weiß. Aber der hat irgendwie gedacht, es wäre Pfefferspray oder sowas, glaube ich, weil der hat sich das immer wieder angeschaut. Und dieser Mensch, dieser Mann, der so in die Taschen reinschaut, hat sich das Produkt so angeschaut und der hat einfach nicht gecheckt, was das ist. Und dann musste ich ihm erklären, dass das für Make-up ist und dass das ein Setting-Spray ist. Und der hat es überhaupt nicht verstanden. Und nach Ewigkeiten, wo ich dann dort gewartet habe, Fun Fact, das Gate hätte in 10 Minuten geschlossen und wir sind gerade zu den Taschenkontrollen 10 Minuten vorher gegangen. Und er hat mich noch 7 Minuten oder so lang zugequatscht, so dass der das Gate angefunkt hat, dass das Gate warten soll auf uns. Das war auf jeden Fall ein riesen Chaos. Im Endeffekt habe ich dieses Setting Spray hier. Das ist das Professional Last Longer Setting Spray mit Hyaluronsäure. Ich schüttel das ein bisschen. Sieht übrigens aus wie so eine Deo-Flasche. Boah, das ist ja irgendwie voll der geile Sprühnebel. Okay, es ist nass. Und es riecht irgendwie nach Pipi. Seht ihr mein Gesicht? Es sieht aus, als hätte ich Schweißperlen oben. Ich hätte nicht gedacht, dass es so nass ist. Und irgendwie, also der Geruch ist nicht das Beste. Woher ich weiß, wie Pipi riecht, könnt ihr euch denken. Ich gehe jetzt mit dem Sponge so ein bisschen drüber, aber vorsichtig, damit ich keine Produkte abnehme und arbeite dieses Setting Spray jetzt so ein bisschen ganz leicht ein. An sich fühlt sich das Setting Spray aber richtig gut auf der Haut an. Es ist halt einfach nur sehr nass. Und es gibt wieder so einen richtig schönen Glow zurück, aber nicht zu viel. Mein Fazit zu dem Setting Spray, ich finde es eigentlich ganz nice. Ich denke, im Sommer wird es schon ziemlich cool sein, weil es ja so nass ist. Es ist eigentlich schon wie ein Wasserspray. Und es ist im Sommer voll erfrischend, wenn man so ganz bisschen Make-up trägt und das drüber macht und dann mit dem Sponge ein bisschen drüber geht. Hat auf jeden Fall ein schönes Ergebnis und ein schönes Finish. Im Großen und Ganzen war ich recht zufrieden mit den Produkten von Bipa. Es gab ein, zwei Produkte, die ich nie wieder benutzen würde. Zum Beispiel dieses Öl, also dieser Ölprimer hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hat einfach ein ganz ekliges Gefühl gemacht. Ich weiß nicht, wenn man vielleicht extrem trockene Haut hat, dann kann man vielleicht 2 Tröpfchen davon benutzen. Für mich war es leider nichts. Genauso wie der Blushstick. Ich musste gerade überlegen, was es war. Aber es war der Blushstick, der mir auch nicht so gefallen hat. Alles andere fand ich ganz solide. Vor allem die Lippenkombi hat mir richtig gut gefallen. Und die Mascara. Die ist ja der absolute Shit. Also die Sachen haben mir wirklich extrem gut gefallen. Ich denke, Bipa hat wirklich einige coole Produkte. Im Großen und Ganzen bin ich richtig, richtig zufrieden. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, woher ihr kommt. Kommt ihr aus Deutschland, aus der Schweiz oder aus Österreich? Wart ihr schon mal bei Bipa und habt Produkte, die ihr richtig cool findet und mir empfehlen könnt? Dann lasst mich das alles in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, diesem Video unten einen Daumen nach oben zu geben und diesen Kanal unbedingt zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst du niemals, wenn ich ein Video hochlade. Wichtig und richtig. Auch falls du gegrüßt werden willst, schreibt mir einfach einen netten Kommentar. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen, das ist richtig wichtig. Und bis dann. Tschüss.